Kurzarbeitergeld, der Trick mit der Teilrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir hatten ja in verschiedenen Beiträgen auf rentenbescheid24 oder auch auf unserem YouTube-Kanal schon mitgeteilt, unter welchen Bedingungen man Anspruch auf Kurzarbeitergeld hat und dass eben Rentner mit einer Altersvollrente oder wenn diese die Regelaltersgrenze erreicht haben, keinen Anspruch auf das Kurzarbeitergeld haben. Das ist so die Kernaussage. Jetzt haben wir eine Anfrage reinbekommen, die total interessant war und der Versicherte und der fragte an, Mensch, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt eine Teilrente habe, habe ich denn dann auch Anspruch auf das Kurzarbeitergeld, wenn ich noch nicht die Regelaltersgrenze erreicht habe? Und da sagen wir einfach schlicht und ergreifend, ja, Sie haben Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Und zwar sagt uns der Paragraph 107 Absatz 2, SGB 3, Sozialgesetzbuch Nr. 3 für die Arbeitsförderung. Paragraph 156 über das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld beim Zusammentreffen mit anderen Sozialleistungen gilt für den Anspruch auf Kurzarbeitergeld entsprechend für die Fälle, in denen eine Altersrente als Vollrente zuerkannt ist. Also im Grunde genommen sagt er nichts anderes, als dass die Regelung über das Ruhen des Arbeitslosengeldes nach § 156 anzuwenden sind, auch für das Kurzarbeitergeld, wenn der Kurzarbeiter eine Altersvollrente bekommt. Das sagt aber nichts dazu, was passiert, wenn ich eine Altersteilrente bekomme. Und genau das ist hier der Umkehrschluss, den wir auch nochmal nachgelesen haben. Das Gesetz sagt ganz eindeutig, dass die Ruhensvorschriften im SGB 3 beim Zusammentreffen von Kurzarbeitergeld und einer Altersteilrente nicht anzuwenden sind. Das heißt für Sie, Sie können am 1.5., wenn Sie wollen, eine Teilrente wegen Alters bei der Deutschen Rentenversicherung 99% beantragen. Denn jetzt kommt der zweite Knüller. Die 99% Teilrente wird auf Ihr Kurzarbeitergeld nicht angerechnet. Das ist der Knüller. Das heißt also, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Altersrente haben von 1.500 Euro als Vollrente und Sie beantragen am 1.5. oder zum 1.5. eine Teilrente von 99%, was Sie jederzeit dürfen übrigens, haben Sie Anspruch auf Ihr Kurzarbeitergeld, wenn Sie neben der Rente auch noch eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben oder hatten und Sie wegen der Corona-Krise zum Beispiel jetzt hier Kurzarbeit ertragen müssen. Denn für viele Leute ist es nämlich so, dass die gearbeitet haben, eine kleine Rente hatten, die als Vollrente bekommen haben und nichts wurde angerechnet und auf einmal ist der Arbeitslohn weg und die haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Also daher nochmals Antrag stellen auf Teilrente und was ganz wichtig ist auch für Sie, die Bundesagentur für Arbeit kann Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie jetzt auf einmal eine Teilrente gewählt haben, denn die Wahl der Teilrente ist ein absolutes und gesichertes Recht nach § 42 SGB 6. Dürfen Sie also auch zum Nachteil der Bundesagentur für Arbeit ausüben, dieses Wahlrecht. Sie beantragen jetzt im April die Teilrente bei der Deutschen Rentenversicherung für den Mai und bekommen dann ab Mai Ihr Kurzarbeitergeld und die Teilrente. Und wenn Sie dann erfahren, dass Ihr Arbeitgeber vorhat, ab dem 1. Juni dann wieder hochzufahren, also die Kurzarbeit zu beenden, gehen Sie ganz einfach im Mai noch zur Deutschen Rentenversicherung und beantragen da wieder die Vollrente und haben dann, wie gewohnt, ab dem 1. Juni Ihre volle Altersrente und Ihren normalen Verdienst und können natürlich auch in der Zeit von Mai bis Juni das Kurzarbeitergeld und die leicht gekürzte Teilrente dann auch noch voll genießen. Das ist sozusagen Ihr Vorteil, den Sie aus dieser ganzen Konstruktion haben können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ach so, ich hätte es fast vergessen. Wenn Sie natürlich im Zweifel sind, dass das vielleicht nicht ganz richtig ist, was wir gesagt haben, dann wenden Sie sich doch ganz einfach nochmal an die Bundesagentur für Arbeit. Aber glauben Sie mir bitte eins, die werden Ihnen das bestätigen.